Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 8. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Und das nennt man Präzession. Und weil das andere Berechnung ist, natürlich ist es auch ein anderes Ergebnis. Wenn ich hier erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das ist anderes als in westlichen Horoskopen. In diesem Bild sehen wir die 12 Lebensbereiche. Astrologisch nennt man das als Häuser, aber ich vermeide dieses Wort zu benutzen, weil ich habe gar keinen Bezug dazu, das ist mir zu eckig. Für mich sind das 12 Lebensbereiche und das ist eine Einheit, das ergibt sich als Ganzes. Und das ist ein Haus, wo man sich sicher fühlt. Und das hat eine Struktur. Also nicht wundern, dass ich dieses Wort Haus nicht benutze. Es sind 12 Lebensbereiche und jeder Lebensbereich befindet sich ein Tierkreiszeichen und dominiert einen Monat lang in diesem Lebensbereich. Das erste symbolisiert unsere Persönlichkeit, unserem Aussehen, unserem Auftreten, da befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion. Zweiter Lebensbereich hat mit Werten etwas zu tun, auch Selbstwertgefühl und Finanzen. In diesem Platz ist die Tierkreiszeichen Schütze. Der dritte Lebensbereich ist Kommunikation, Medien, kleine Reise, kleinere Veränderungen. Einiges in Bewegung, hier in diesem Bereich befindet sich gerade die Tierkreiszeichen Steinbock und dann sind wir bei Basis, bei Fundament, der tiefste Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang und damit beginnt unser Tag und das symbolisiert unserem Zuhause. Dann kommen die Kinder, aber zeigt auch Kreativität. Und auch die Erinnerungen an unsere eigene Kindheit und zeigt auch die schöpferische Kraft. Das Leben mal spielerisch gestalten in allen Lebensbereichen lernen wir in diesem Bereich. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Fische. Dann kommt der Alltag, die Arbeit, Gesundheit, all das zu bewältigen. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Widder. Und dann kommen die geschäftlichen Verträge, Verbindungen, aber auch Liebe, Partnerschaft und Ehe. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Stier. Und dann kommt eine Wandlung, sehr geheimnisvoll. Das bedeutet auch loslassen, etwas beenden, dann etwas Neues auch starten. Diese Veränderung, hier befindet sich die Tierkreiszeichen Zwillinge, hat auch mit Tod etwas zu tun. Nicht immer mit Todesfall, sondern hier handelt sich das Loslassen, etwas beenden, damit etwas Neues kommen kann. Der nächste Bereich ist die Reise. Das ist auch die innere Reise, diese Erkenntnisse. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Krebs. Die Spitze des Horoskopes, ich nenne das als Baum, die Krone des Baumes, hier ist die Wurzel, hier ist die Krone des Baumes, befindet sich die Tierkreiszeichen Löwe. Und die Löwengeborenen ist wichtig, gerade die Anerkennung und die Berufung. Dann kommen die Freundschaften und unsere Wünsche. Hier befindet sich Jungfrau und die Geheimnisse. Hier liegt die Tierkreiszeichen Waage. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion.
Venus im Tierkreiszeichen Waage. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Uranus im Tierkreiszeichen Widder. Neptun im Tierkreiszeichen Wassermann. Und Pluto im Tierkreiszeichen Schütze. Dort, wo die kosmische Energie fließt, diese Lebensbereiche sind wichtig. Einmal die Persönlichkeit. Wie wird das in Ausdruck bringen? Wie vermitteln das? Handelt sich hier auch die Kommunikation? Und bei Jupiter ist natürlich auch wichtig, gerade die Gerechtigkeit zu vertreten, die Suche nach Gerechtigkeit, aber bewusst zu sein mit unserem inneren Sonne, und das zeigt unserem Größe, mit unserem Größe bewusst zu sein, dann kommt auch Glück. Aber nicht nur dieses Bewusstsein ist wichtig, sondern hier im ersten Lebensbereich ist wichtig, das zu zeigen, das in Ausdruck zu bringen. Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen ist auch sehr wichtig. Hier ist auch einige Energie sichtbar und auch spürbar. Dann ist wichtig unserem Zuhause, unserem Wohnsituation, aber auch die Basis, die Fundament, dieses Gefühl zu haben, dass wir bewegen uns in einen sicheren Boden, ist auch sehr wichtig. Und den Alltag zu bewältigen, arbeiten, Pflichten nachzugehen und um unsere Gesundheit kümmern, ist auch sehr wichtiges Thema. Hier fließt auch Energie, das ist die Uranus-Einfluss, was gibt uns Umbrüche und Veränderungen. Und in die Liebe gibt noch Geheimnisse, aber bedeutet auch karmischen Begegnungen, geheimnisvolle Liebe könnte man auch sagen. Die Verbindungen. Uranus hat einen Einfluss immer noch auf beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten oder Ketu, dieser Drachenschwanz, symbolisiert alten karmischen Themen. Uranus aktiviert das und steht in Verbindung. Die absteigende Mondknoten ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Und die neue Richtung, unseren Schicksalsweg zu bewegen und die Richtung zu bestimmen, die Suche nach unserem Platz im Leben, das betrifft die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Diese Reise ist eine innere Reise oder viele suchen ihren Platz im Ausland. Das wird zur Zeit von Uranus auch aktiviert. Mars und Neptun stehen in Verbindung. Das trifft in erster Linie die männlichen Personen. In Wohnsituation ist etwas noch unklar, undeutlich. Aber auch ein gewisser Rückzug auf die Gefühle, auf die Träume und Sehnsüchte achten, das aktiviert hier Neptun. Steht zu einer Spannung zum Sonne. Es ist schwierig gerade das zu klären. Und da stehen die Männer in einer Herausforderung momentan. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze in ein Mondhaus. In indischen Astrologie gibt es diese Mondhäuser und dieses Mondhaus heißt Mula und bedeutet auch Wurzel, Fundament. Also die Mondenergie vermittelt das auch, wie wichtig das ist, verwurzelt zu sein, diese Sicherheit, Stabilität und auch Dinge auf den Punkt zu bringen. Dieser Mondhaus zeigt die Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. In dieser Richtung zeigt die Schütze und hier sind unsere Wünsche, das mal auch bewusst wahrzunehmen und hier, wo um die Werte handelt, im zweiten Lebensbereich, diese Wünsche sind für uns wertvoll. Und das ist die Richtung und in diesen Weg sollen wir gehen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch erwähnen, ich biete ab sofort WhatsApp-Beratungen an für 10 Euro. Unten in Infobox befindet sich meine Nummer. Und ich biete auch Handlesen an
auch als WhatsApp-Beratung, auch für 10 Euro. Dazu benötige ich zwei Bilder, einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Die Geburtsdatum bitte dazu schreiben. Und falls ihr Linkshändler seid, teilt ihr bitte mit, weil dann muss ich die Bilder anders deuten. Handlesen könnt ihr auch als E-Mail-Beratung buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und es ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein
Als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.